Ich glaube, es gibt nichts Besseres als Lachs im Grill. Und das alles zeige ich in meinem Video. Bitte nicht umschalten und bleib bitte dran. Hallo, ich bin Waldi und heute mache ich noch ein sehr leckeres Rezept. Lachs von der Planke. Ich glaube, es gibt nichts Besseres als Lachs im Grill. Ich habe schon unterschiedliche Rezepte mit Lachs gemacht. In der Pfanne, bei dem Warmhalterost. Und heute mache ich das auf Zedernholz. Ich habe das bei Amazon bestellt, weil da war richtig viele gute Bewertungen. Und das ist Zedernholz. Es gibt, klar, viele unterschiedliche. Ich habe mit Holz noch nicht gemacht, aber ich kenne viele Bekannte, also welche das gemacht hatten, und viele das hat nur gelobt. Einziges Nachteil manchmal, also Fisch klebt an dem Holz. Und deswegen, es gibt unterschiedliche Tricks. Ich versuche es, also ob klappt bei mir, dann schauen wir mal. So, für anfangen kann, mache ich dann gleich meinen Grill an. Zuerst bei direkter Hitze, jetzt bei Sitzlesonne. Dieses Rezept habe ich bei Weber-Seite entdeckt. Gleich habe ich wieder so ein bisschen geändert, damit das besser für mich passt. Zum Beispiel als statt Rapsöl, ich habe gutes Olivenöl genommen. Als statt Zucker habe ich also dann Knoblauch und scharfe Chili. Zedernholz lege ich dann direkt, lege ich bei direkter Hitze. Genau. Und wie auch immer, für heutigen Rezept brauche ich sehr wenige Zutaten. Ich habe dann 4 Stück Lachs, eine Chili, 2 Knoblauchzehe, ziemlich kleinere, eine Zitrone, kann man auch also 1 mm nehmen, ein bisschen Olivenöl, Salz, Pfeffer und frisches Thymian. Da sieht man, da brauchen wir echt sehr, sehr wenig. Und ist schon klar, ich brauche dann Räucherbretter. Nur halbe Zitrone, weil ich denke, das reicht vollkommen. So, mache ich das auspressen. Das ist nicht viel. Knoblauch muss man sehr, sehr fein schneiden. Und Knoblauch muss auch also nicht zu viel sein, weil Lachs muss also trotzdem nach Lachs schmecken. Dann brauche ich frische Thymian. So grobe Sachen mache ich auf die Seite. Und Thymian mache ich auch also ganz, ganz fein schneiden mit Knoblauch zusammen. Und das kommt alles also dann hierher. Dann machen wir noch Olivenöl, ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer. Dann vermische ich das alles. Ganz leicht Olivenöl, noch ein paar Tropfen. Das gefällt mir aber. Und ich hoffe, das hört man. Holz knistert schon. Ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer. Das sieht man auch. Gut. Und bevor ich Lachs auflege, mir wurde empfohlen, das Bretter ein bisschen nass machen. Ob das alles stimmt, das weiß ich nicht. Aber mir wurde gesagt, dann Lachs klebt nicht so stark auf dem Holz. So, dann lege ich das. Sieht richtig top aus. Und jetzt mache ich bei indirekter Hitze, mache linke und rechte Brenner. Und in der Mitte mache ich auf Minimum. Kerntemperatur im Lachs sollte so circa 60 Grad werden. So, dann brauchen wir 7-8 Minuten bei indirekter Hitze, circa bei 170-180 Grad. Und Chili mache ich also dann ganz einfach quer, aber auch also ziemlich, ziemlich fein. Manche machen zum Beispiel Limette, ganz einfach durchschneiden, dann noch halbieren und dann im Lachs rein oder oben drauf legen. Ich habe das probiert, hat mir persönlich aber nicht so gut gefallen. Deswegen mache ich jetzt das ein bisschen anders. Ich mache jetzt mit scharfe Chili, mit ein bisschen Knoblauch, schwarze Pfeffer und ich denke also dann wird richtig gut schmecken. So, jetzt ist circa 7 Minuten vorbei. Ich habe überall
Ich habe 4 Brenner auf Minimum gestellt, damit das die Temperatur nicht so schnell so hoch kommt. Und jetzt mache ich nach 7 Minuten diese Marinade oben drauf. So, dann scharfe Chili auch noch dazu. Ich mache scharfe Chili, kann man auch also Tomaten fein schneiden und so drauflegen. Das gefällt mir aber. Ist circa noch 10 Minuten vorbei. Insgesamt Fisch bei mir war so ungefähr 17 Minuten. Und jetzt ist so circa 59 bis 60 Grad Kerntemperatur. Aber das sieht sehr, sehr schön. So, jetzt schauen wir mal, also was bei mir geworden ist. Also auf jeden Fall, ob das Fisch richtig eingeklebt oder nicht. Ich kann tatsächlich also den Fisch ganz einfach entfernen. So, jetzt schauen wir mal, also wie der schmeckt. Ich denke sogar 60 Grad Kerntemperatur, ein bisschen viel, kann man meiner Meinung nach 55 machen. Schmeckt richtig wunderschön. Und wie das auch aussieht. Manche machen sogar so, die machen also Holz zuerst einbrennen und auf gebranntes Holz Fisch legen, damit das noch mehr Raucharoma bekommt. Geschmack ist auf jeden Fall besser als aus Backofen. Da kann ich nur bestätigen. Ich hoffe, mit meinem Video kann ich dir behilflich sein. Danke fürs Anschauen. Ich wünsche dir Gesundheit, Gottes Segen. Tschüss und bis nächstes Mal.